So, hallo Leute, willkommen aus Italien. Wir sind hier am Gardasee. Das ist nicht der See, das ist ein Berg mit Schnee drauf. Der See ist dort unten, genau dort. Da sieht man ja ein bisschen, da sind auch noch mehr Berge mit Dörfern und so. Ja, wir drehen ja gerade einen Film. Wir hoffen, der wird lustig. Hier ist Franz sein Brett. Da ist mein Brett, da ist Franz. Mein Brett muss dort leider schon ein bisschen was einstecken. Das ist ja noch ziemlich neu. Hier ist so ein Riss drin. Fokussiert gerade schlecht. Naja, so sieht das in etwa aus, wenn man gegen eine Steinwand fährt mit 25 km/h nach einem Slide. Gegen so eine da. Und ja, das dabei passiert. Außerdem ist noch unser Stativ ein bisschen umgeknickt. Deshalb kann man das jetzt nicht mehr ganz reinschieben, aber das interessiert euch, glaube ich, eher weniger. Ich bin wohl auf, falls ihr das wissen wollt. Vielleicht wollt ihr es ja auch nicht wissen. Ja, und der Asphalt hier. Da kommt gerade ein Auto, aber das interessiert uns jetzt mal nicht. Wir fahren dann morgen vielleicht noch irgendwo dort, ist eine Straße irgendwo. Und davon auch nochmal, ja, um nochmal auf den Asphalt zu sprechen zu kommen. Der ist hier ziemlich rau. Das heißt, man rutscht ewig weit, kommt aber ziemlich schwierig erstmal in den Slide rein und so. Und es ist auch ein bisschen unangenehm teilweise. Deshalb gibt es ja einige Probleme, aber ihr könnt euch auf den Film auf jeden Fall freuen. Und ich würde sagen, vielleicht nehme ich noch ein bisschen was für den Vlog hier auf. Und dann sieht man sich später wieder. So, wir sind jetzt hier an unserer Unterkunft angelangt. Der Tag ist jetzt schon etwas fortgeschritten. Ja, wir gehen jetzt noch etwas einkaufen, und zwar Wasser. Das ist natürlich das Wichtigste. Da könnt ihr den Pool sehen. Da waren wir vorhin schon drin, hat aber nur 11 Grad, ist also ziemlich kalt. Ja, den werdet ihr vielleicht im Film auch nochmal wieder sehen, der später auch noch kommt. Ja, und jetzt gehen wir erstmal einkaufen. So, ich bin jetzt hier am Wasser, leider alleine. Da ist mein Brett. Da ist die Sonne, die geht bald unter. Der Basti ist noch drin und macht gerade Abendbrot, und ich habe die Chance genutzt und bin noch mal ein bisschen rausgegangen. Und ich werde jetzt hier mal ein bisschen die Promenade lang fahren, damit ihr ein bisschen was vom See seht. So, hier ist jetzt gerade ein bisschen blöder Weg gewesen, und hier ist jetzt auch noch ein bisschen Staub. Da werde ich jetzt ein bisschen laufen, aber da vorne kommt wieder Asphalt. Da geht's dann weiter. So, wir sind jetzt am Ende von dieser nervigen Straße. Wenn man es so nennen kann, ich würde es eher blöden Weg nennen. Ja, und jetzt geht's hier weiter den Asphalt entlang. So, hier habe ich jetzt mal angehalten, und zwar hat das einen ganz besonderen Hintergrund, denn hier habe ich gestern zum ersten Mal eins meiner Bretter versenkt. Das lag dann da vor diesem schönen Stein im Wasser, komplett, leider. Ja, war nicht so geil, aber egal, es ist recht schnell wieder trocken geworden, weil schön viel Wind und Sonne war. Und ja, ich werde jetzt die Kugellager austauschen nicht, aber ich werde es jetzt wahrscheinlich erstmal nicht mehr fahren im Urlaub und dann zu Hause die Kugellager neu fetten bzw. ölen. Weiß ich noch nicht, wie ich es mache, also bzw. welche von beiden Arten ich anwende. Ja, war auf jeden Fall eine lustige Geschichte. We'll be right back.
So, jetzt sind wir hier an irgendeinem kleineren Hafen mit ein paar Booten und ich finde, das sieht ziemlich geil aus. Erinnert mich ein bisschen an Venedig, euch bestimmt auch. Ich zeige es gleich mal von einer anderen Perspektive. Da ist ein großer Fisch. Kluck, kluck. Ein riesen Fisch. Naja, geht so. Ich habe schon größere gesehen. So, ich bin jetzt hier gerade noch auf dem Weg zu so einer kleinen Quelle, die mir der Basti vorgestern gezeigt hat. Und ja, die zeige ich euch noch und dann werde ich umkehren, weil der Weg ab hier jetzt ein bisschen blöd ist. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich kurz vor Videoende nochmal. Hier ist diese extrem geile Quelle. Naja, geht so. Gestern war sie geiler. Da hat das Licht drauf geschienen. So, ich bin jetzt wieder an unserer Hotelanlage angekommen und ja, ich werde mich jetzt hier noch ein bisschen in den Kies setzen und euch dann höchstwahrscheinlich noch den Sonnenuntergang zeigen und mich damit für diesen Vlog verabschieden. Ja, ich weiß, ihr wollt den Basti alle wieder haben. Der wird auch bald wieder dabei sein. Der Film, der am Anfang des Videos angesprochen wurde, wird sozusagen mit einer richtigen dreht, also nicht einfach nur ein Zusammenschnitt von mehreren Clips, sondern richtig, ja, wie ein den man aus dem kennt, bloß nicht ganz so lang. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.